Hallo zusammen, ich möchte euch dieses Mal ein Auswahlorakel machen, weil ich denke, jetzt machen wir mal ein zeitloses Auswahlorakel und ihr könnt euch jetzt zwischen drei Stapel entscheiden und dann lege ich die Tarotkarten dazu. So, denkt daran auch, das ist eine Kollektivlegung, es kann nicht für jeden stimmen, nicht für jeden passen, nehmt euch nur das raus, was sich positiv und stimmig anfühlt. Alles andere ist nicht deine Botschaft und darfst du ignorieren. So, schauen wir mal. Wir hätten hier einmal ein Herzchen, dann eine Muschel und hier eine getrocknete Rose. So, jetzt schauen wir mal, was sich unter diesen Stapeln verbirgt. Nehmt euch Zeit, sucht euch einen aus und ich starte mit dem da, mit dem Herz. So, seht ihr das? Man sieht es nicht. Gut. So, wir haben einmal die endlosen Segnungen. Dann haben wir den Sieg dazu und der Engel des Glücks. Und wir haben die Engelkarte, Engel des Trostes. In schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen, um dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt sind. Die Botschaft deines Engels, du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Sei dir seiner Hilfe stets bewusst und spüre, wie Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen erwachen. Ja, gut. Viel Klärungskarten brauchen wir dazu wahrscheinlich nicht. Trotzdem lege ich jetzt ein paar Tarotkarten dazu und wir schauen mal, was die Tarotkarten noch dazu sagen möchten. Ja, du bist in deiner Erdung, du bist da, du bist stabil. Das Glück ist bei dir, du hast dich trösten lassen und du bist in einer Position, wo du fest im Thron sitzt und auf das warten kannst, was kommt. Die Mäßigkeit, die Karte für die Heilung. Ja, also ich denke, die, wo den ersten Stapel gewählt haben, sind absolut bereit, weil die Transformation abgeschlossen ist. Du hast besiegt, das Glück ist bei dir, du hast die Vergangenheit komplett abgeschnitten. Du gehst nach vorne und jetzt kommen die Segnungen in dein Leben und vielleicht kommt jemand auf dich zu mit einem schönen emotionalen Angebot. Vielleicht bekommst du eine Einladung, vielleicht eine schöne emotionale Geste und du bist sehr, sehr verbunden. Wenn es mit Beziehungsthemen zu tun hat, wahrscheinlich, wenn du das Herz gewählt hast, vielleicht kommt auch wirklich jetzt jemand auf dich zu, mit dem du dich sehr verbunden fühlst und mit dem du eine schöne Zeit genießen kannst. Und vielleicht ist das diese Segnung. Ja, du gehst weg wieder von dieser Vergangenheit. Du lässt das komplett hinter dir. Ja, und du bist wirklich stark geworden. Du bist in deiner Stärke, du bist in deiner Erdung. Ja, das Karma, das Schicksal. Und du hast wirklich einen schönen Weg gemacht. Du bist jetzt in deiner Stärke, du bist von allem weggegangen, was dir nicht gut tut. Jetzt kommt das rein, was du dir erwünscht hast, eine emotionale Bindung vielleicht mit dir selber. Die Vergangenheit ist weg, du hast es vielleicht ein bisschen rigoros machen müssen, aber es war gut, weil du hast transformiert, bist jetzt in die Heilung gegangen und bist die Königin der Münzen geworden. Sehr gut, und jetzt bist du natürlich in der Position, wo die endlosen Segnungen reinkommen können. Du hast den Sieg errungen über diese Situation in der Vergangenheit. Und der Engel des Glücks steht da. Das Glück ist mit dir. Gut, das war Stapel Nummer 1. Jetzt schauen wir weiter für den anderen Stapel. Und zwar wäre das die Muschel. So, wo habe ich jetzt? Gut. Schauen wir auch hier wieder diese Erweiterung. Wahrscheinlich bist du jetzt an einem Punkt, wo du spürst, dass es weitergeht und dass du dich erweiterst. Wir haben hier die Community, die Gemeinschaft. Und vielleicht erweiterst du auch einfach deine Gemeinschaft um Menschen, die dir gut tun. Wir haben hier den Engel der Fülle. Eine neue Quelle öffnet sich dir. Und mit dieser Erweiterung ist vielleicht eine neue Quelle gemeint.
Vielleicht ist das tatsächlich eine Gemeinschaft, andere Menschen, die dir diese Erweiterung aufzeigen. Oder vielleicht hast du die Erweiterung in dir selber gefunden und diese Fülle auch in dir selber wird sich jetzt öffnen, damit du eine neue Quelle findest für deine, ja, für dein Wohlbefinden. Wir haben hier den Engel des Augenblicks. Sammle die kostbaren Momente, die das Leben für dich im Hier und Jetzt bereithält. Ein lachendes Kind, ein strahlend blauer Himmel oder ein liebevolles Kompliment. Je intensiver du deinen Blick auf das Positive lenkst, desto öfter wirst du erfüllt sein von Dankbarkeit und Freude. Bitte deinen Engel, deinen Blick auf die kleinen Dinge zu schärfen und genieße bewusst die schönen Augenblicke in deinem Leben. Das kann natürlich auch sein, dass damit diese Fülle gemeint ist, dass du auf das Positive schaust und somit eine neue Quelle für deine Positivität findest. Schauen wir mit den Tarotkarten. Es ist ein bisschen heiß. Entschuldigung. So. Schauen wir für diese Erweiterung und die Community. Okay, auch hier, du bist auch die Königin der Münzen, geerdet, stabil. Vielleicht bist du noch ein bisschen in dieser Abwehrhaltung und hast das Gefühl, du musst dich verteidigen oder deine Position verteidigen. Ein paar innere Konflikte sind da. Und Abgeschlagenheit und Ausgelaugtheit. Doch ich denke wirklich, dass das nicht allzu präsent ist. Wenn das so ist, war vielleicht wirklich der Tipp, sich auf das Positive zu konzentrieren und auch da der Weggang von diesen negativen Gefühlen hin zu den positiven Dingen. Ja, und auch hier der Sieg. Es wird dir gelingen. Du wirst diese Erweiterung durchführen. Du wirst dich erweitern, indem du weggehst von dieser Abgeschlagenheit und Ausgelauftheit. Du wirst in eine neue Fülle kommen. Oh, noch eine Karte. Du wirst in diese neue Fülle kommen und auch in diese mit 10 der Kelchen wirklich emotionalen Fülle. Diese emotionale Fülle wurde ich wirklich vielleicht auch als die dir als Quelle dient, damit du diese Sorgen und das Gedankengefängnis loslassen kannst und dann wirklich zur Herrscherin zu werden. Es ist ein kleiner Entwicklungsprozess noch da, aber du bist vollkommen auf dem richtigen Weg. Ja, du möchtest eben zu dieser Herrscherin reifen, du wirst das Gedankengefängnis darüber weglassen können, die emotionale Fülle. Und der Sieg über diese ganze Vergangenheit, von der du weggegangen bist, ist da. Die Abgeschlagenheit, Ausgelaugtheit, die inneren Konflikte und dieses Gefühl, sich verteidigen zu müssen, weil du vielleicht auch in einer Position bist, wo du Neider oder Menschen anziehst, die dir nicht wohlgesonnen sind, das möchte gehen. Und eben mit dieser Haltung, das Positive zu sehen, wirst du in eine Fülle kommen, die sehr gut ist. Und diese Gemeinschaft, vielleicht wenn es darum geht, wenn Menschen dir gegenüber neidisch sind oder nicht wohlgesonnen sind, dass du auch wirklich eine Erweiterung durchmachst und verstehst, wer für dich gut ist und wer nicht. So, das war Stapel Nummer 2. Die Muschel war das. So, und jetzt gucken wir, Entschuldigung, mit der Rose, was sich hier dahinter verbirgt. Und wir haben, bleibe dir selber treu. Wir haben den Tempelweg und wir haben den Engel der Herzensgüte und es zeichnet sich für mich schon ab. Vielleicht bist du ein sehr herzensgütiger Mensch, hast viel Spiritualität in dir und du sollst dir wirklich treu bleiben, weil das dein richtiger Weg ist. Wir haben den Engel der Leidenschaft. Dein Engel regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. Ja, wie diese Herzensgüte eben auch sagt. Ne? Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel und packe die Dinge mit Begeisterung an. Die Botschaft deines Engels, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Und wir haben den Engel der Träume. An dich und deine Träume zu glauben, bedeutet eine erfüllte Zukunft zu erschaffen. Wonach sehnen sich dein Herz und deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt.
Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen, so können sie in Erfüllung gehen, auf welche Art und Weise auch immer das geschehen wird. Ja, gut, auch das sehr schön. Die Botschaft, bleibe dir treu. Wenn es darum geht, um spirituelle Themen oder um, ja, der Tempelweg, wenn es darum geht, dass du irgendwo hingehen möchtest, wo vielleicht nicht alltäglich ist, dann ist das okay. Wenn du davon träumst und das machen möchtest, dann tu das. Weil hier steht auch, nichts leuchtet heller als ein gutes Herz. Und die Leute werden das sehen und verstehen. So, schauen wir auch hier mit den Tarotkarten, was dazu noch Näheres kommt. Ja, der Magier, du hast alles, was du brauchst, um diesen Weg zu gehen. Du kannst dir treu bleiben, weil du alles bei dir hast, um deine Wünsche und Träume zu erfüllen. Wieder der Sieg. Also wenn du dir irgendetwas überlegst zu machen, du kannst das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Du bist bereit dafür, du hast alles auf dem Tisch, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist unbegründet. Du kannst dir treu bleiben. Und du kannst auch hier die Vergangenheit loslassen und nach vorne gehen in eine neue Zukunft. Ja, da war in der Vergangenheit etwas Enttäuschung über eine Situation. Es war nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Aber es kommt. Dieser Kelch, der in deinem Rücken schwebt, wird dir bald überbracht von jemandem. Ich glaube, du bist enttäuscht über eine Situation, weil du nicht das bekommen hast, was du erwartet hast, aber anscheinend ist das in deinem Rücken und möchte zu dir kommen. Ja, du bist leidenschaftlich, kreativ, du bist lebensfreudig, du bist in deiner Energie als Königin der Stäbe. Hast du wirklich diese Energie bei dir? Und eben dieses bleib dir treu heißt, bleib in dieser Energie. Du bist in Sicherheit, du bist geborgen, du hast ja etwas erschaffen, wo du wirklich in einer guten Situation bist. Du machst dir viele Gedanken im Moment über irgendetwas, aber das musst du wirklich nicht, weil du kannst dir treu bleiben. Vielleicht geht es um Beziehungen, um zwischenmenschliche Beziehungen, aber diese werden auf Augenhöhe sein und respektvoll sein, wenn du dir treu bleibst und auf dein Herz hörst. Ja, es war eine Lernaufgabe oder ist noch eine Lernaufgabe, vielleicht auch ein bisschen deine Leidenschaft unter Kontrolle zu behalten, weil du bist sehr unabhängig und stark und nichtsdestotrotz bleib dir treu, mach das, was du für richtig empfindest und der Weg geht weiter. So, wir schauen nochmal hier. Du bist unabhängig und stark, du weißt, was du geben kannst und was du für dich behalten solltest, damit du genug Kraft hast. Das war die Lernaufgabe oder ist die Lernaufgabe für dich. Wenn du Beziehungen haben möchtest, die auf Augenhöhe sind und respektvoll sind, dann musst du dir treu bleiben. Du sollst dir keine Gedanken darüber machen, wie du bist, warum du so bist, weil du bist gut, so wie du bist. Und du kannst Sicherheit und Geborgenheit geben und du hast sie auch bei dir. Und deine Leidenschaft und Kreativität ist so groß, dass du dir keine Gedanken machen musst. Du kannst dir auf jeden Fall treu bleiben. Und diese Enttäuschung, wo war, die wird sich auflösen, weil die Vergangenheit komplett gehen darf und die Sorgen darüber auch. Der Sieg liegt da. Du wirst nach vorne gehen und komplett neu anfangen mit dem Magier. Und du darfst träumen. Und hier eben der Engel der Leidenschaft, was sich auch darstellt in der Königin der Stäbe. Und du hast so ein gutes Herz und du leuchtest so hell, du kannst dir auf jeden Fall treu bleiben. Auch hier leuchtest du in so einem strahlenden Licht, dass viele das sehen werden und du bist wirklich ja, eine strahlende Persönlichkeit. Mit wahrscheinlich viel Spiritualität und ja, das ist eine perfekte Mischung. Ein gutes Herz, spirituell, bleib so wie du bist. Gut. Ich würde sagen, das reicht.
Wenn ihr eine persönliche Legung haben möchtet, könnt ihr gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich werde am Sonntag die Wochenlegung für nächste Woche machen. Also gut, bis dann. Ciao, ciao.